Eine kleine Spraydose als Waffe gegen die Corona-Pandemie. Eine medizinische Studie aus Oxford macht jetzt Hoffnung. Bei 146 Teilnehmern hat sich gezeigt, der im Asthmaspray enthaltene Wirkstoff Budesonid senkt das Risiko eines Spitalsaufenthalts um 90%. An eine Wunderwaffe gegen die Covid-19-Pandemie glaubt der Linzer Lungenexperte Bernd Lamprecht zwar nicht, aber es könnte eine weitere Unterstützung sein. Zumindest hat diese Studie gezeigt, dass es Hinweise gibt, die verfolgenswert sind, die also in größeren Studien abgeklärt werden sollten, um zu sehen, ob Cortisonpräparate vielleicht auch in einer frühen Phase der Erkrankung einen Effekt haben können. Wir wissen ja, dass Cortison in einer späteren Phase der Erkrankung bei besonders schweren Verläufen einen günstigen Effekt hat und das wird seit Monaten auch in diesen Phasen der Erkrankung eingesetzt. Ob es nun möglicherweise auch einen günstigen Effekt in der Frühphase gibt, mit der Möglichkeit, schwere Verläufe gar zu verhindern, das muss in größeren Studien noch untersucht werden. Frühe Phase in diesem Zusammenhang bedeutet, dass der Spray innerhalb weniger Tage nach einem positiven Covid-19-Test verabreicht wird. Genau das könnte den britischen Forschern zufolge nicht nur schwere Verläufe, sondern auch Corona-Langzeitfolgen verhindern. Das heißt, eine ältere Person, die vielleicht eine Vorerkrankung hat, die sie mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf auszeichnet, die sollte dann eine solche Behandlung rasch nach einem positiven Test bekommen, um eben dann den Verlauf günstig zu beeinflussen. Seit Montag früh ist die Euphorie in Medien, aber auch bei vielen Medizinern groß. Der deutsche Gesundheitsexperte Karl Lauterbach etwa spricht von einem Gamechanger im Kampf gegen die Pandemie. Trotz dieser Erfolgsnachrichten ist in den heimischen Apotheken aber noch kein Ansturm auf die Asthmasprays zu spüren. Also wir direkt merken jetzt eigentlich nur keine erhöhte Nachfrage. Es hat auch so von den Kunden her haben eigentlich wenig da jetzt irgendwie gefragt oder irgendwas in die Richtung haben wir gehört. Was halt wichtig ist zu wissen, ist, dass diese Asthmasprays oder vor allem dieser Spray in der Form nicht frei verkäuflich ist, sondern man braucht ein Rezept. Das muss der Arzt wirklich verschreiben und schauen, ob das für diese Indikation passend ist, in welcher Stärke möchte es haben, wie lange auch zum Annehmen. Ursprünglich wird dieser Asthmaspray gegen Lungen- und Darmkrankheiten, Atembeschwerden oder eben Asthma eingesetzt. Ob er künftig auch die Wunderwaffe gegen Corona ist, müssen weitere größere Studien zeigen.